Das Wort hat Sabine Zimmermann für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Vogler, Herr Vogel, Entschuldigung, was für Arbeitsplätze wollen Sie schaffen? Welche Arbeitsplätze haben Sie geschafft? Nur Arbeitsplätze im Minijobbereich, im Midijobbereich, im Bereich der prekären Beschäftigungsverhältnisse. Das ist nämlich Ihr Slogan, möchte ich Ihnen nur mal sagen. Und wir hatten mal 32 Monate Arbeitslosengeld 1. Das ist das Erste. Das Zweite, Frau Bremer, Sie haben, wenn ich Ihnen so zugehört habe, dann habe ich gedacht, die Welt ist in Ordnung. Und die Realität, muss ich Ihnen sagen, die sieht aber wesentlich anders aus, wenn Sie nämlich mal in den Betrieb gehen und sich da mal sachkundig machen, wie es den Menschen nämlich geht. Und ich muss Ihnen sagen, Ihr Slogan sieht nicht aus Reichtum für alle, sondern mehr Armut in diesem Land. Und das ist bedenklich. Was wir hier im Moment erleben, ist eine unerträgliche und verlogene Sozialhetze durch die FDP und hier ganz konkret durch Herrn Westerwelle. Und da sind Sie mit dran beteiligt, Herr Vogel. Es werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem niedrigen Lohn gegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem guten Tarif ausgespielt. Arbeitsplatzbesitzer werden gegen Arbeitslose, Erwerbslose aufgehetzt. Und das kann es einfach nicht sein. Und der Grund dazu ist aus meiner Sicht, dass Sie offensichtlich einen weiteren Sozialabbau nämlich vorbereiten, meine Damen und Herren. Unser Antrag, der heute zur Abstimmung steht, und ich gehe davon aus, Sie stimmen ihm alle zu, geht natürlich genau in die andere Richtung. Wir wollen den Sozialstaat, die Arbeitslosenversicherung stärken und das auch im Interesse von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Worum geht es? Im Zuge der Wirtschaftskrise verlieren Hunderttausende ihren Job und nicht wenige rutschen wegen fehlender Jobs nach einem Jahr vom Arbeitslosengeld I genau in Hartz IV. Und das ist eine Politik, die Sie alle beschlossen haben. Und deshalb sind Sie sich auch alle dort einig. SPD, FDP, CDU, CSU und Grüne. Und das ist bedenklich und das werden wir als Linke verhindern, meine Damen und Herren. Und deshalb wollen wir die Bezugsdauer des Arbeitslosengeld I krisenbedingt, die Betonung liegt auf krisenbedingt, von derzeit 12 Monate auf 24 Monate verlängern. Und ein ganz konkretes Beispiel. Ein Kollege, Metaller, 48 Jahre aus Baden-Württemberg, arbeitete bis zum März letzten Jahres in einem Automobilzuliefererbetrieb. Die Krise hat ihn voll erwischt und er besaß nur einen Arbeitsvertrag, der befristet war. Und da hatte das Unternehmen natürlich auch leichtes Spiel und hat ihn sofort rausgehauen. Die Aussichten auf einen neuen Job, das wissen Sie alle, sind sehr, sehr schlecht. Und bis sich die Automobilbranche wieder erholt, da werden noch Monate vergehen. Das Fazit ist, dem Kollegen droht jetzt der Absturz in Hartz IV. Denn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können jahrzehntelang eingezahlt haben in die Arbeitslosenversicherung, aber soweit sie nicht älter als 50 Jahre sind, erlischt ihr Anspruch auf das Arbeitslosengeld I und sie fallen direkt in Arbeitslosengeld II. Und genau das, meine Damen und Herren, ist ungerecht und dagegen wehren wir uns. Diese Regelung ist ein Produkt Ihrer Hartz-IV-Gesetze, das wissen wir alle, denn davor richtete sich die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes stärker nach der Zahl der Versicherungsfälle. Und meine Damen und Herren, es sind keine Einzelfälle. Es gehen im letzten Jahr monatlich 20.000 Menschen direkt vom Arbeitslosengeld I ins Arbeitslosengeld II über und die Tendenz ist steigend. Dieser schnelle Absturz in Hartz IV verängstigt Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Unser Vorschlag ist einfach. Wir wollen die Bezugsdauer des Arbeitslosengeld I krisenbedingt von 12 auf 24 Monate verlängern. Machen Sie endlich eine Politik, damit die Menschen nicht ärmer werden. Und nehmen Sie ihnen die Angst vor der Armut. Danke für die Aufmerksamkeit. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht.